Hey, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Star Stable Online, zu einem neuen Part, wo mit Madison und Karl der Aktentasche und Erik, wo wir im letzten Part die Anastasia oder Anastasia, wie man sie auch aussprechen mag, getroffen haben. Und nun müssen wir Aaron Silverglade finden. Und der scheint in dieser Eisdiele zu sein. Ich denke mal, das ist der da. Vielleicht? Oh, es ist lange her, seit ich in Leonardos Eisdiele war. Es ist wirklich schön hier. Dann müssen wir jetzt nur noch rausfinden, wer Aaron ist. Ich habe gar nicht daran gedacht, Anastasia zu fragen, wie er aussieht. Ich denke, es ist am besten, wenn wir uns aufteilen. Hoffentlich ist hier jemand, der weiß, wer Aaron Silverglade ist. Wetten, der? Oder den muss ich fragen? Doch nicht? Ah, vielleicht doch. Zumindest macht er so einen Eindruck. Hahaha, sag ich doch. Hallo. Wenn du von der Jorvik KZ bist, muss ich dich leider bitten, einen Termin für ein Interview zu feilen. War denn? Oh, du bist also nicht von der Jorvik KZ? Entschuldige, aber wie fängt man am besten eine Rede an? Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bürger oder vielleicht, hey, was geht? Ich denke, es würde etwas hippiger klingen, wenn man, hey, was geht, sagt. Oh, entschuldige bitte, ich habe ganz vergessen, dich zu begrüßen. Oder habe ich mich vielleicht schon vorgestellt? Dein Name ist also Kati. Schön, dich kennenzulernen. Der Typ, ey. Irgendwie ist er cool. Was ist mit dem Ende einer Rede? Sollte man sagen, das war's? Bis später oder vielleicht einfach auf Wiedersehen? Hast du gesagt, du brauchst Hilfe, ein Autokennzeichen zu finden? Ich werde dir gern helfen, aber erst muss ich diese Rede fertig bekommen. Und im Moment weiß ich überhaupt nicht, wie ich das anstellen soll. Vielleicht könntest du mir ja helfen? Jetzt bin ich Deutschpro. Das ist in der Tat eine gute Idee. Ich kann aufhören, an der Rede zu arbeiten, damit du die Gelegenheit hast, das hinzuzufügen, was am besten klingt. Vielen Dank. Ernsthaft jetzt? Bürger von Jorvik, willkommen. Sehr geehrte Damen und Herren, würde ich sagen. Der Bau neuer Straßen war, oh... wie ein warmer Tag am Strand. Das ist eine gute Antwort, das schreibe ich mir auf. Niemand bezahlt gern Steuern, aber sie helfen uns... was? Die Gesellschaft zu fördern. Schlussendlich möchte ich euch allen danken. Gute Nacht. Ja, besser als Sayonara. Also Sayonara. Ja, okay. Das wird eine fantastische Rede. Danke. Du willst wissen, ob ich dir helfen kann, den Besitzer eines Autos mit diesem Kennzeichen zu finden? Eine knifflige Frage. Du kommst darauf an. Das kommt darauf an, weißt du? Ich habe diesen Computer, aber ich fürchte, der wird nicht viel helfen. Weißt du... hast du meine Antwort nicht verstanden? Oh, ich meine damit, dass ich dir wirklich gern helfen würde, aber die Umstände erschweren das. Welche Umstände? Schwer zu sagen. Wie ich sagte, das kommt auf die Umstände an. Okay, das ist mir gerade zu viel. Oh, vielleicht habe ich mich etwas unklar ausgedrückt. Was ich sagen will, ist, dass ich im Moment den Computer nicht benutzen kann. Ich würde nicht sagen, dass ich das Passwort vergessen habe. Ich habe es nur verloren. Vorübergehend. Also hast du es vergessen. Also komme ich leider nicht an den Computer. Ansonsten würde ich dir gern helfen. Ein Passwort muss super schwer sein. Hacke. Ach so, ich soll den jetzt hacken. Wir sind jetzt Hacker. Oh mein Gott, wie geil. Aber ich weiß, wie wir dein Passwort umgehen können. Wirklich? Sag's mir. Das ist ja so aufregend. Gemo kann das. Ich habe ein Programm für ihn heruntergeladen, das das Passwort überbrücken sollte. Hey, ich habe auf Papas Computer ausprobiert und es hat funktioniert. Obwohl ich Papas Passwort sowieso kenne. Oh, aber Madison. Du bist selbst schuld, wenn du Madison als Passwort benutzt. Du weißt schon, dass ein Passwort super schwer sein sollte? Nein, habe ich auch nicht. Ich habe auch fast bei jedem immer dasselbe Passwort. Habt ihr auch immer bei eurem ganzen Account dasselbe Passwort oder habt ihr verschiedene? Lol. Damit niemand außer dir es rausfinden kann. Das habe ich in einem Akten...
Agentenfilm gesehen. Der Agent hatte ein Passwort, das aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen bestand. Der Film war wirklich aufregend. Wir haben ihn zusammen gesehen. Papa, erinnerst du dich? Ja, klar doch. Aber wie funktioniert der Gemo in diesem Fall? Ganz einfach. Schließ ihn an, dann starte das Programm und überbrück die Sicherheit. Aber es ist wirklich schwierig. Kathi, vielleicht kannst du mir helfen. Hier, nimm den Gemo, damit du ihn mit Aarons Computer verbinden kannst. Ich soll dir nur helfen und nicht das machen, aber okay. Du siehst einen Pfeil auf dem Gemo-Bildschirm. Ist der Pfeil grün, klickst du auf dem Gemo-Steuerkreuz in der Richtung, in der der Pfeil zeigt. Was? Zeigt der Pfeil nach rechts, klickst du auf dem Steuerkreuz rechts, okay. Ist der Pfeil auf dem Bildschirm jedoch rot, klickst du auf die entgegengesetzte Richtung. Okay, das heißt, zeigt der Pfeil auf dem Bildschirm nach oben, klickst du auf den Steuerkreuz nach unten. Entspann dich. Ach so, okay. Ich hab's jetzt geschnallt. Okay. Ach so, hier. Ich hätte Schiss, dass gleich aus Versehen was Rotes kommt. Mit den Pferden, Alter. Kann jetzt auch mal. Kommt nichts Rotes? Da kam nichts Rotes. Wie hast du das gemacht? Ich dachte, ich müsste einen neuen Computer kaufen. Vielen Dank. Jetzt weiß ich. Jetzt werde ich versuchen, das Passwort in etwas zu ändern, an das ich mich erinnern kann. So, jetzt kannst du meinen Computer benutzen, um nach deinen Kennzeichen zu suchen. Wie hast du das gemacht? Du tippst. Du fragst dich, mit welchem Programm du eine Suche durchführen kannst. Du suchst. Um zu suchen, tippst du. Es ist ja auf dem Computer. Vielleicht drücke ich mal wieder unklar aus. So, jetzt habe ich das Programm geöffnet, das du benutzen musst. Gib einfach die Nummer des Kennzeichens 1, nachdem du suchst. Und du bekommst nachher die Antwort. So, ich gebe das jetzt mal ein. Besitzer. Das Fahrzeug ist im Besitz von FHIAB. Ist aber aktuell auf den Angestellten Karl Edelmann registriert. Adresse irgendwas. Das Unternehmen hat es vor 3 Jahren gekauft. Es könnten noch andere Fahrzeuge auf dieselbe Person registriert sein. Modell irgendwas. Kennzeichen irgendwas. Status unterwegs. Letzte Inspektion irgendwas. Versicherung irgendwas. Transmission manuell. Höchstgeschwindigkeit 250 km/h. Du fragst dich, wo irgendwas ist? Das ist doch offensichtlich. Du hast die Adresse dort. Die Straße ist bei der Adresse mit dieser Nummer. Du fragst dich, wie du hinkommst? Ja, vielleicht kannst du die Straßenbahn nehmen. Die soll sehr bequem sein. Ansonsten kannst du auch laufen. Was ich versuche damit zu sagen, ich fürchte, ich habe keine Ahnung, wo diese Adresse ist. Dieser Typ, der ist einfach geil. Ich wünschte, ich könnte helfen, aber leider muss ich mich jetzt darauf konzentrieren, meine Rede zu üben. Viel Glück. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst. Wo sollen wir diese Adresse finden? Vielleicht kann ich mit meinem Handy danach suchen. Ja, mit hier Google Maps. Ich habe nichts gefunden. Sollen wir zurück ins Shoppingcenter gehen und Anastasia fragen? Ich nehme jetzt Anastasia. Gute Idee. Madison, stell dich nicht so an. Lass uns jetzt ins Shoppingcenter gehen. Je schneller wir die Aktentasche zurückgeben, desto schneller kommen wir nach Hause. Ich feiere diesen Aaron. Der ist irgendwie ganz cool. Den feiere ich. Ich feiere den so hart. Ja, jetzt müssen wir... Alter. Jetzt müssen... Nein, Straßenbahn. Bitte bleibe hier. Ich möchte noch mitfahren. Mit nach Shopping Center in Jervik City. Wir nerven die Anastasia beim Shoppen. Ich denke jetzt mal, das ist so ein Counter hier. Das ist irgendwie witzig. Kleine Buggies sind immer ganz toll. Ich wollte gerade sagen, die sind da nicht mehr. Weh, ich muss jetzt hier eine Kleidung raussuchen. Nur eine Sekunde, Darling. Ich muss nur kurz meine Schuhe bezahlen. Also, was kann ich für dich tun? Nur eine Sekunde, diese Schuhe sind perfekt. Danke, dass du mir geholfen hast, sie zu finden. Ich liebe sie. Sie sind perfekt für die Sammlung. Du kannst meine Schuhe haben, wenn du willst. Ich benutze sie sowieso nicht. Es ist wirklich spät. Ich glaube, es ist Zeit für einen Latte. Was denkst du, Prince Charming? Hättest du lieber einen Cappuccino oder eine Latte?
Darling, willst du etwas? Hast du gesagt, du willst eine Adresse finden? Wirklich, Darling? Ich hatte eigentlich gehofft, dass du jemand anderen fragst. Um welche Adresse geht es denn? Wir kriegen jetzt ernsthaft solche Schuhe. Ja, die gehen. Ist irgendwas? Natürlich weiß ich, wo das ist. Es gibt da keinen langweiligeren Ort. Ich würde ja gerne helfen, aber wie ich sagte, es ist Zeit für einen Latte und ich habe auch einen Termin im Salon. Aber wie wäre es morgen? Selbe Zeit, selber Ort? Prinz Charming und ich gehen jetzt ins Café. Au revoir. Das heißt, wir müssen auf den Morgen warten. Wie die läuft. Ah. Alter. Es gefällt mir wirklich nicht, dass wir noch einen Tag hier bleiben müssen. Aber welche Wahl haben wir sonst? Madison und ich gehen in unser Hotel zurück. Hoffentlich bekommen wir Karl morgen zu fassen. Ich habe dann etwas gedacht. Glaubst du, neigt das, geht es gut? Das glaubst du? Kannst du mir etwas versprechen? Selbst wenn ich morgen nicht weiter nach Nike-Doss suchen kann, du darfst nicht aufgeben. Danke, und jetzt muss ich gehen, bevor Papa mich noch weiter nervt. Wir sehen uns morgen. Ja. Ich denke mal, das ist jetzt wieder eine Zeitquest, denke ich jetzt mal. Kann ich jetzt hier leider nicht sehen, deswegen muss ich hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ja, sieht man hier. Anastasia. Okay, dann war es das erstmal für diese Quest. Wir sehen uns dann in dem nächsten Part wieder bei Anastasia. Und mal schauen, ob wir endlich mal Karl zu fassen kriegen und die Aktentasche zurückbringen. Oder ob da noch was passiert. Mal schauen, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis bald.